So, ihr gebt uns das Startzeichen, wenn ihr. Alles klar. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die EU-Urheberrechtsreform. Es ist ziemlich voll geworden, was bei dem Thema so ein bisschen auch kein Wunder ist. Rechtsthemen ziehen erstmal immer ordentlich und wenn es dann so ein stark politisches Thema ist, ist es klar, dass jetzt das Interesse ziemlich groß ist. Wobei schon die Frage ist, warum sitzt ihr eigentlich hier und seid nicht auf der Demo? Ja, Aber gut, das klären wir jetzt gleich, worum es überhaupt geht. genau. Ja, also diese Urheberrechtsreform oder die im Volltext Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenraum, Binnenmarkt, enthält ziemlich viele Artikel. Wir können da jetzt nicht auf jedes einzelne, auf jeden einzelnen Artikel eingehen. Es gibt viele Regelungen. Es gibt tatsächlich, das ist in der Medienberichterstattung so ein bisschen untergegangen, auch das ein oder andere, was sich tatsächlich verbessert, weil da Definitionen jetzt, Legaldefinitionen nachgeliefert werden, die im Gesetz stehen für Sachen, die vorher nur in Gerichtsurteilen ausgeurteilt wurden und wo die Definition etwas klarer wird. Es gibt allerdings einen Haufen Themen, die eben auch in der Presse waren, die aus unserer Sicht sehr kritisch zu beurteilen sind. Und da wollen wir uns heute fokussieren, einmal auf die Kopiervergütung, die im Artikel 12 festgelegt ist, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das in Artikel 11 bearbeitet wird, und für die Plattformhaftung, da habe ich den Artikel 13 nicht mal mehr dazu geschrieben, weil er ja. Eine Frage nur vorab, hört ihr uns da hinten noch? Weil die Lautsprecher nicht richtig funktionieren. Ansonsten, wenn wir zu leise sind, müsst ihr Ja, euch genau. melden, ne? Ja. Genau. Hey, funktioniert das? Ich bin begeistert. Danke, Thomas. Okay. Sehr Dann gut. ist es jetzt mit dem Schlaf vorbei. Gut. Ja, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Thema der Kopiervergütung. So, da gucken wir mal, ob irgendjemand mit dem Begriff überhaupt was anfangen kann. Hat jemand schon mal was von der VG Wort gehört? Okay, Oder also anders der. gefragt, wer von euch ist bei der VG Wort angemeldet und nutzt die Zählpixel? Ja, sind einige. Okay, sind doch der ein oder andere, genau. Also ich fange mal ganz von vorne an. Die Rechtslage bis 2016 war in Deutschland, dass nee, ich fange mal ganz von vorne an. Texte können kopiert werden. Das ist im Paragraph 53 des deutschen Urheberrechtsgesetzes festgelegt, dass eben jeder für seinen privaten Gebrauch Textwerke kopieren und irgendwie ablegen kann. Wenn man die aus der Zeitung kopiert oder aus dem Internet kopiert, etc. Dafür bezahlt ihr alle höchstwahrscheinlich, ohne es zu wissen, eine Abgabe. Und zwar jedes Mal, wenn ihr irgendein Gerät kauft, mit dem man eine Kopie herstellen kann. Jeder Computer, jeder Drucker, jedes Kopiergerät, Jedes Handy. jedes Handy. Genau, USB-Sticks. Da bezahlt ihr jeweils eine Gebühr mit, die dann die von der VG Wort, der Verwertungsgesellschaft, eingezogen wird und die dann an die Berechtigten am Ende jedes Jahres ausbezahlt wird. Bis 2016 war es eben so, dass diese Vergütung aufgeteilt wurde. Zu 50% ging das an die jeweiligen Urheber, also an die Autoren. Zu 50% ging das an deren Verlage. Und das war ein relativ lustiger Tatbestand, weil es wurde so praktiziert, im Grunde ohne dass es dafür eine Rechtslage gab, und das seit Jahrzehnten. Und vor allen Dingen kassierten die Verlage auch für alle Texte mit, die jemand einstellte als Autor, für die es aber gar keine Verlagsrechte gab. Also, ne, wenn ihr eine Webseite habt, das funktioniert auch mit Website-Texten, könntet ihr dafür auch Vergütung kriegen, aber ihr kriegt halt nur die Hälfte, weil die andere Hälfte ging an die Verlagsseite, egal jetzt wer das war, und unabhängig davon, dass ihr für den Text gar keinen Verlag hattet. Ist mit Musik ja genauso. Genau.
Ja. Ne? Da gibt's gleichen Regelungen. Genau, der Kommentar hier fürs Video war, dass für Musikwerke eben eine ähnliche Regelung gilt und dass auch da die Vergütung dann aufgeteilt wurde zwischen der Verlags- und der Komponistenseite. So, 2016 hat der Bundesgerichtshof mit dieser Praxis aufgeräumt und hat in einem Grundsatzurteil entschieden, dass es keine Rechtsgrundlage im deutschen Urheberrecht dafür gibt, dass die Hälfte dieser Einkünfte den Verlagen zugeht, sondern dass die ausschließlich an den Urheber ausbezahlt werden müssen. Was dazu führte, dass seit 2017, also eigentlich schon mit der Ausschüttung für 2016, sich die ganzen Urheber freuten, weil die jetzt das Geld alleine kriegten. Das heißt, die von euch, die bei der VGW auch schon seit ein paar Jahren sind, kennen das. Ne? Plötzlich war der Geldregen fast doppelt so viel. Nicht ganz, weil die Kosten für den Rechtsstreit dann doch die Kasse bei der VGW belastet haben. Aber sie waren einiges erhöht und das gilt bis heute noch so. Noch. Ja. So, das hier ist der entsprechende Artikel, Artikel 12 in der Vorlage für die neue Urheberrechtsreform. Ich habe die entscheidenden zwei Passagen hier gelb gemacht. Also glücklicherweise handelt es sich bis jetzt nur um eine Empfehlung der der EU. Also bei der Überführung dieser Richtlinie in nationales Recht hat da der nationale Gesetzgeber gewissen Spielraum, in dem Fall eben vollen Spielraum, weil das nicht verpflichtend ist. Was die Signale aus der Politik allerdings angeht, ist da in Deutschland eher damit zu rechnen, dass diese Regel hier dann auch überführt werden wird in deutsches Recht. Und da steht eben, die Übertragung der Lizenzierung eine hinreichende Rechtsgrundlage für den Verleger darstellt. Das soll die rechtlichen Grundlagen für geschaffen werden. Und das würde eben dazu führen, dass wieder die Verlegerseite 50% dieser Kopiervergütung erhält. Man muss jetzt dazu sagen, warum steht das da drin? Hm. Wenn man sich die BGA, also es ist auf Betreiben deutscher Verlage reingekommen, das muss man dazu wissen. Hm. Wenn man sich die Rechtsprechung ansieht, die es zur VG Wort und der Verlegerbeteiligung gegeben hat, wenn man sich die ansieht, wird man feststellen, dass er sehr stark auch mit Urheberrecht an sich argumentiert wurde und das so argumentiert wurde, dass eigentlich aus dem deutschen Recht heraus es kaum möglich war, das vernünftig einzuführen. Deshalb geht man jetzt einfach den Weg über das EU-Recht, führt es darüber ein und kann dann im deutschen Recht sagen, ja, aber wir führen ja nur das EU-Recht aus. Ne? Also hat sich damit die Möglichkeit geschaffen, eine Regelung in Deutschland wieder einzuführen, die man ohne diese EU-rechtliche Grundlage hier nicht hätte einführen können wieder wahrscheinlich. Oder nur mit riesen Verrenkungen und auch nicht in dem Umfang, wie man sie vorher gehabt hat. Ja. Gute Lobbyarbeit. Gute Lobbyarbeit, wie du sagst. Muss man sowieso dazu sagen. Was diese Artikel 11 bis 13, so wie wir sie kennen, die nicht verwirren lassen, wenn er die in dem Gesetztext mal sucht, den gibt es ja gestern auch auf Deutsch, da sind das die Artikel 15 bis 17, ist umnummeriert worden. Aber wenn du dir diese Artikel anguckst, die haben mit Urheberrecht nichts, aber auch gar nichts zu tun, sondern hier bei allen drei Artikeln geht es eigentlich nur darum, den Verlagen, die nicht von ihrem alten Geschäftsmodell heruntergekommen sind, das Siechtum dadurch zu verschönern, dass sie nochmal einen Anteil kriegen an Sachen, die ihnen nicht zustehen. Ja. Nichts anders. Urheberrecht werden hier nicht geschützt. Ja. Gar nicht. Hier steht jetzt Urheber, also dass ein Urheber, ein Verleger ein Recht übertragen. Gilt es jetzt nur für Urheber, die einen Verleger haben, oder gilt es wieder genau wie vorher für alle Urheber? Das wird wieder so gelten, nachher wieder für alle Urheber, so wie wir es bisher auch hatten. Da reicht diese Grundlage wieder für aus. Ja. Also machst du einen Verlag, kriegst Kohle? Genau. Ohne, dass du ja. Das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Ja, gut. Also in dem Fall wäre die Frage, ob bei einem Rechtsstreit irgendwann ein Gericht nicht feststellen würde, dass du keine ausreichende geschäftliche Tätigkeit als Verlag hast, um diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Da gibt es ähnliche Rechtsprechungen bei solchen Verlagen, die ausschließlich entstanden sind, um Abmahnungen zu verschicken. Also ganz so leicht ist es dann noch nicht, aber ja, Also man sollte so einen Verlag nicht ohne juristische Begleitung dann gründen, ne? Also,
Ja. Gut, ja, die, ich glaube, den Punkt haben wir damit hinreichend dargelegt. Dann kommen wir zum zweiten Thema, dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Worum es darum geht, sind diese kleinen Snippets. Wie Udo schon richtig, also es geht darum, dass eben diese kleinen Überschriften und kleinen Snippets und auch Vorbeitragsbilder eben in solchen, zum Beispiel bei Google oder auch bei Facebook und anderen Aggregatoren, Plattformen so dargestellt werden. Und wie Udo schon richtig gesagt hat, hier geht es überhaupt nicht um Urheberrecht. Bei den Bildern könnte man drüber streiten, aber diese kleinen Snippets und Überschriften werden nie und nimmer urheberrechtlich geschützt, erfüllen da nicht die Schöpfungshöhe, sind nicht lang genug. Da kann sich eben dieser kreative Prozess, der dafür konstituierend ist, dass hier etwas überhaupt urheberrechtlich geschützt ist, kann sich da gar nicht zeigen. Deswegen geht es hier nicht um ein Urheberrecht, sondern um ein sogenanntes Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht schützt nicht wie das Urheberrecht die kreative, also die kreative Schöpfung, sondern das Leistungsschutzrecht ist ein Investitionsschutz. Das heißt, da wird dann argumentiert, weil die Presseverlage sehr viel Infrastruktur zur Verfügung stellen mussten und Geld da rein investierten, um diese Presseartikel hier zu erstellen, dass sie deswegen bestimmte Rechte haben, die über das normale Urheberrecht auch eben noch hinausgehen und dass deswegen diese Texte nicht nur im Gesamten, als gesamter Text nicht hier veröffentlicht werden dürfen, sondern eben auch diese kleinen Snippets nicht. Was dann gleichzeitig auch heißt, wenn du jetzt die Snippets anguckst, also ein Link, wo dann tatsächlich drinsteht, nehmen wir direkt den ersten, EU-Urheberrechtsreform, wir YouTuber sind doch auch Urheber, dürftest du nicht mit diesem Ding bezeichnen, weil da wäre schon das Leistungsschutzrecht betroffen und das wäre kostenpflichtig, weil ein Verlag dahinter steht. Wenn ich jetzt auf Bernhards Seite mir einen Artikel zum Beispiel nehmen würde, ne, wenn du mal wieder was veröffentlichst, wird ja langsam wieder Zeit, und ich würde den auch mit der Überschrift komplett verlinken, wäre das kostenfrei. Weil Bernhard ist ja nur ein Autor, ist ja kein Verlag, kein Verleger. Hm. Ne? Deshalb auch das, wieder nur ein Leistungsschutzrecht für Verleger, für Verlage. Wenn ihr auf euren Webseiten was veröffentlicht, darf ich nach wie vor es so verlinken. Genau. Ne? Nur für die Tageszeitung oder für halt alles an Zeitungen, was sonst von Verlagen kommt, darf ich es nicht mehr. Ja, wir gucken uns hier die Buchstabenwüste mal an, die neue Rechtslage beschreibt. Der entscheidende Passus ist, die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen fest, mit denen Presseverlage, den Artikel 2 und 3 Absatz 2 der Richtlinie bla 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 bla, Rechte für die digitale Nutzung ihrer Presseveröffentlichung erhalten. Also die Rechte, die dort festgelegt sind in dieser anderen Richtlinie, sollen die Presseverleger erhalten. Und wenn wir uns diese andere Richtlinie hier anschauen, erstmal, da geht es um die klassischen Rechte, die man eigentlich mit einem Urheber assoziieren würde, zu bestimmen, was veröffentlicht, kopiert, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Und in der Liste von Personen, die da die das Recht haben, diese Veröffentlichung zu untersagen, wenn sie vorher nicht gefragt wurden, habe ich hier diese leere Klammer da gelb unterlegt, weil momentan stehen die Presseverleger eben nicht drin und die sollen jetzt eben dann mit dem Artikel 11 sollen die ebenfalls diese Rechte bekommen, wie sie die Tonträgerhersteller zum Beispiel haben und die ausübenden Künstler und ja, die eigentlichen Urheber, kann man sagen. So, die Problematik an diesem Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist, wir wissen, dass das nicht funktionieren wird. Und zwar wissen wir das, weil diese Richtlinie am 7. März 2013 in Deutschland in Kraft getreten ist und 2014 eine unabhängige Expertenkommission im Auftrag der Bundesregierung und dem Bundestag festgestellt hat, dass sie nicht gewirkt hat. Google hat einfach verlangt von sämtlichen Presseverlegern, dass die ihnen eine kostenfreie Lizenz geben für diese Snippets. Und es wurde dann relativ schnell bekannt, dass sogar der Axel Springer Verlag, die FAZ etc., die ganzen Verlage, die das maßgeblich betrieben haben, dass dieses Leistungsschutzrecht eingeführt wird, dass die alle diese kostenlosen Lizenzen an Google News eingeräumt haben. Das heißt... Wobei man jetzt dazu sagen muss, wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit immer nur über Google News und YouTube. Gut, YouTube kommen wir gleich dazu. Ne?
Eins muss euch klar sein, diese Regeln gelten nicht nur für Google News, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, sondern die gelten für jeden. Ne? Die gelten auch, wenn ihr auf euren Webseiten entsprechend die Sachen verlinkt. Auch dann sind wir da schon drin. Ja. Übrigens weitergehend als bisher ein Leistungsschutzrecht, was wir hier hatten. Das bisherige Leistungsschutzrecht hätte für euch nur gegolten, wenn ihr eine Suchmaschine betrieben hättet. Ne? Das ist je nach nicht mehr erforderlich. Ja. Nein. Das hat mit Urheberrecht nichts zu tun. Urheberrecht kannst das machen. Da wäre das vom Zitatrecht und so weiter geschützt. Sondern hier geht es um pures Leistungsschutzrecht für die Verlage. Ja, und. Ja. Ja, aber wie ist es dann Zitatrecht und Leistungsschutzrecht? Sind ja dann eben. Das Zitatrecht bezieht sich aufs Urheberrecht. Deshalb sagte ich eben, das hier hat mit Urheberrecht nichts zu tun. Hier geht es um neues Leistungsschutzrecht für Verlage. Ja, das stimmt aber. Die stehen parallel nebeneinander. Und das Zitatrecht bezieht sich nur auf das Urheberrecht. Urheberrechtlich dürftest du es machen. Also das, so genauso wie sie es gesagt hat, Zeit wurde das gesagt, aber das, aus den und den Gründen halte ich das für falsch oder sonst was. Wäre Zitatrecht, kein Problem. Leistungsschutzrechtlich darfst du es dann nicht mehr so einfach. Also gerade hieß es, dass Snippets nicht übernommen werden dürfen. Also wenn ich nicht den Originaltitel verwende, sondern nur in einem Artikel, der Zeit wurde... Das wäre dann okay. Ja, wenn du es paraphrasierst, genau. Na? Aber du darfst es halt nicht mehr übernehmen. Du darfst auch nicht mehr Link, also kurze Snippets sind schon zu viel dann teilweise. Neben den Text, den man nimmt. Das heißt, wenn ich sage, hier Link dahin, mit dem Link dorthin. Ja, genau. Ja. Nur das darf ich nicht machen. Richtig, diesen Snippet. Und das könnte eben auch problematisch werden, gerade für uns, weil WordPress halt automatisch ja, mindestens wenn man auf andere WordPress-Seiten verlinkt, diesen da automatisch einfügt. Ja, das, was Udo da gerade angesprochen hat, dass eben diese Rechte auch nur für Verleger gelten, das heißt, wenn man auf Blog XY von irgendjemandem verlinkt, bezahlt man oder muss man vom Prinzip her nichts bezahlen, wenn man auf den Blog von, was weiß ich, Zeit Online verlinkt, muss man dafür eventuell etwas bezahlen. Das könnte eben auch problematisch werden, weil das dazu führen wird, dass in sozialen Netzwerken umso weniger Verlinkungen auf seriöse Presseartikel kursieren und umso mehr Links auf Artikel über Echsenmenschen. Ja, du siehst es auch schon an dem Ding, was du jetzt da hast. Ne? Ja. Oben hast du die Zeit und Heise, das sind Verlage. Gut, Heise verzichtet typischerweise im Moment drauf, aber das ist ja die Frage, wie zukünftig wird. Auf die Zeit durfte es nicht verlinken. Darunter hast du eins von WBS Law, das ist eine Kanzlei aus Köln. Das dürftest du, ist kein Verlag, das dürftest du nach wie vor so zitieren. Mit der Überschrift, die selber haben. Ne? Ja. Die wissen das schon, aber denen geht es darum zu kassieren. Natürlich wissen die, dass das eine gewisse SEO-Relevanz hat. Natürlich wissen die auch, dass die Reichweite von Google News brauchen. Ne? Ich meine, die haben ja nicht umsonst bei dem Deutschen versucht, ein Leistungsschutzrecht einzuführen, nachher alle freiwillig eine Gratis-Lizenz eingeräumt, eben um weiter da gelistet zu sein, weil die, die es nicht gemacht haben und ausgelistet wurden, plötzlich Einbrüche hatten, die für die nicht mehr tragbar waren. Klar. Natürlich wissen die das. Die versuchen trotzdem, das Ganze wird flankiert dann durch einen kartellrechtlichen Versuch, Google dazu zu zwingen, sie müssen das nehmen. Das versucht man ja auch jetzt schon, um dann zwangsweise diese Linksteuer zu kassieren. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Nur, wie gesagt, wir sagen immer, es trifft nur Google News. Es trifft nicht nur Google News, es trifft auch jeden von euch, der sowas auf seiner eigenen Webseite macht. Und das ist das Problem dabei. Fairerweise nicht das auch mal von einer anderen Perspektive sehen, weil ich kenne auch Internetportale, die daraus bestehen, dass sie lauter Snippets veröffentlichen und dazwischen eben ihre eigene Werbung schieben. Im Grunde genommen funktioniert diese Werbung als Eintrag nur durch den Content der Snippets, den sie ja selber nie geschrieben haben. Das heißt, das Ganze wird von einem Bot aggregiert und ja. Ja.
Also, ja, weil es jetzt nicht mitbekommen hat, es geht um die Aggregationsportale, wo Nachrichten einfach durch einen Bot zusammengetragen werden, dann wieder Werbung dazwischen geschaltet wird. Für die brauche ich witzigerweise nicht so ein Leistungsschutzrecht. Wenn das einer mit meinen Seiten machen würde, brauche ich kein Leistungsschutzrecht, dem haue ich auch so auf die Finger. Weil da reicht mir dann mein normales Urheberrecht, um das zu verhindern. Weil die einfach nur zitieren, das ist kein Zitatrecht, was die benutzen, weil die setzen sich damit nicht auseinander, sondern die kopieren einfach Teile meiner Seite. Ne? Und da geht es auch nicht nur darum, dass dann Überschriften da stehen, sondern die übernehmen ja dann ganze Absätze und ganze Artikel. Was ist dann mit Yahoo, Web.de und Telekom hat auch so ein furchtbares Portal, genau das ja macht? Ja, aber entweder, weißt du, das ist genauso auch bei Google News, macht das ja auch. Da kannst du auch ein bisschen mehr sehen, wenn du auf die Seite von denen gehst. Die machen es aber nur, weil du dich ja vorher mal angemeldet hast und dich eingetragen hast. Und bei Yahoo und Web.de ist das genauso. Entweder hast du dich da eingetragen, dann wirst du da auch ausgeliefert. Oder wenn du dich da nicht eingetragen hast mit deinem Portal, dann wirst du auch nicht ausgeliefert. Wobei die auch nicht jeden ausliefern, der sich da einträgt. Das ist eine andere Geschichte dann. Aber da hast du ja vorher mal eingewilligt. Ne? Das Problem sind die Seiten, die das einfach nur so machen, um damit Werbung zu füttern. Nur die machen es einfach so und denen kannst du auf die Finger klopfen. Und es gibt genug, die das dann auch tun. Dafür reicht aber das normale Urheberrecht, dafür brauche ich kein Leistungsschutzrecht für Verleger. Ne? Also hier geht es auch nicht darum, irgendwelche Urheberrechtsverletzungen oder so zu verfolgen. Dafür haben wir genug Potenzial auch jetzt schon, genug Instrumente jetzt schon. Sondern hier geht es um zusätzliche Rechte zu gewähren, dass auch andere abkassieren können noch. Da hinten ist... Wie ist es denn, wenn ich in Zukunft dann einen Artikel bei Facebook zum Beispiel verlinke, da wird ja auch mal ein Twitter dran sein. Muss ich dann dafür bezahlen? Das ist eine interessante Frage. Vom Prinzip her denken sich die Gesetzgeber wahrscheinlich, dass Facebook dafür bezahlen muss. Wie das jetzt funktionieren wird bei kommerziellen Facebook-Seiten, wo irgendeine, von Firmen, die dort offensichtlich gewerbliche Zwecke verbreiten, das wird die Rechtsprechung dann irgendwann zeigen, so dieses Gesetz hier so kommt. Aber das ist ein Problem, das habe ich auch jetzt schon. Ne, wenn du bei Facebook einfach einen Link reinwirfst und Facebook macht daraus ein Snippet, wenn das deine eigene Seite ist, ist es unproblematisch. Wenn du das mit fremden Seiten machst, wäre das auch jetzt unter Umständen schon eine Verletzung des Urheberrechts. Ja, insbesondere, wenn das Bild gezogen wird, was ja in der Regel auch passiert. Dann hast du die Probleme ja dann. Ja. Das hast du auch jetzt schon, das Problem. Das wird einfach dadurch im Moment geregelt, dass Facebook sagt, das interessiert uns doch nicht und sich keiner mit Facebook anlegt. Gute Frage. Und das erfährst du dann, wenn die Abmahnung kommt. Wenn die Rechnung. Das Problem ist, es gibt kein Verzeichnis der Verleger. Ne? Weil ich wüsste jetzt ja nicht, das heißt, ob es ein Verlag ist oder ob es einfach ein Newsportal ist. Also bei Heise kannst du ja sicher sein, das ist ein Verlag, bei der Zeit auch. Bei PlayNation dazwischen zum Beispiel, um bei den Beispielen da zu bleiben, wüsste ich es jetzt auch nicht. Ne? Das muss man gucken, das ist dein Risiko. Ja, im Zweifelsfall im Impressum der entsprechenden Seite kannst du natürlich einen Anhaltspunkt kriegen, aber das ist eine sehr gute Frage nochmal fürs Video, woher man überhaupt als Brutto-Normal-Nutzer weiß, dass ein entsprechender Internetinhalt von einem Verlag oder einfach von einer Privatperson veröffentlicht wurde. Lässt sich den Seiten manchmal nicht ansehen. Ja, na gut, kommen wir mal zu dem am allerheißesten diskutierten Punkt, der sogenannten Plattformhaftung. Die momentane Rechtslage ist so, dass für hochgeladene Inhalte, die rechtswidrig sind, und das bezieht sich nicht nur aufs Urheberrecht, sondern auch auf Äußerungsrecht, Markenrecht etc., wenn irgendjemand auf einer Plattform wie jetzt YouTube oder Facebook, aber auch auf irgendeinem Forum, das jemand betreibt, Beiträge veröffentlicht, die irgendwelche Rechte verletzen. Wie gesagt, Urheberrechte, Markenrechte, irgendjemand wird beleidigt etc. Er haftet dafür
der Betreiber der Plattform erstmal nicht, bis er darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass dort ein Rechtsverstoß ist. Sobald er Kenntnis von diesem Rechtsverstoß hat und nichts dagegen unternimmt, dass der sich dort befindet, ab dann haftet er. Die Rechtsgrundlage dafür finden wir auch in einer EU-Richtlinie, die eigentlich für Host-Provider geschaffen wurde. Das ist so ein bisschen ein Problem, zu dem wir auch hinkommen, dass der Status von solchen Plattformen wie Facebook, YouTube etc. in rechtlicher Hinsicht eigentlich ein bisschen ungeklärt war in den letzten Jahren. Es sind ja keine wirklichen Hoster, die lediglich technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, wie jetzt Hoster eben. Es sind aber auch keine Inhaltsproduzenten, weil sie selbst keine Inhalte veröffentlichen, sondern nur die Inhalte von anderen Personen, die sich bei denen dann eben angemeldet haben, aggregieren. Von diesen Inhalten dann oder durch die Werbung vor und in diesen Inhalten aber Gelder generieren. Deswegen wusste man nicht so richtig, sind YouTube, Facebook etc. da jetzt von diesem Artikel da überhaupt erfasst am Anfang. Die Rechtsprechung hat sich irgendwann relativ klar dafür entschieden, dass die davon auch umfasst sind. Und im Telemediengesetz Paragraph 10, wo das in deutsches Recht überführt wird, klingt das auch für mich noch sehr viel eindeutiger, dass diese Plattformbetreiber da drin sind. Also das war sozusagen Common Sense, dass eben die Dienstanbieter erst ab Kenntnis eines rechtswidrigen Inhalts auf ihrer Website, auf ihrem Service dafür haften. Das wird sich jetzt eben entsprechend... Wobei man dazu sagen muss, das war kein Freibrief für Urheberrechtsverletzungen. Ne? Ja. Also der es eingestellt hat, der haftete sowieso, auch bisher schon. Und die Plattform haftete, sobald sie Kenntnis davon hatte und es nicht runternahm. Also da konnte man, wenn man es entdeckt hat, jederzeit sagen... Nimm das bitte sofort runter. Das Einzige, man konnte von der Plattform nicht verlangen, eine Entschädigung für die Zeit, wo es jetzt online war, sondern das konnte man nur von dem, der es hochgeladen hatte. Hm. Ne? Weil man einfach sagte, fairerweise, muss man dazu sagen, diese Plattformen hatten ja kaum die Möglichkeit, es zu kontrollieren. Hm. Ne? Wie will Facebook oder wie will YouTube kontrollieren, was da alles hochgeladen ist, ob da irgendeine Urheberrechtsverletzung drin ist? Bei den, was weiß ich, wie viel 100 Stunden Material, die da jede Minute hochgeladen werden. Gut, das hier ist der Artikel, der in letzter Zeit sehr stark die Gemüter erhitzt, der Artikel 13, in dem eben festgelegt wird, dass erstmal dieser erste Absatz da, das ist eigentlich eine vernünftige Sache, dass das endlich mal definiert wird als Rechtstermini, dass es sowas wie YouTube, Facebook etc. solche Plattformen überhaupt gibt als Rechtsinstitutionen. Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände speichern oder zugänglich machen. Das füllt eben genau diese Regelungslücke, weil es das vorher quasi nicht gab und von Gerichten irgendwie in Analogie zu Hostern dann geregelt werden musste. Der problematische Satz ist eben, dass die Maßnahmen ergreifen sollen, um zu gewährleisten, dass die mit den Rechteinhabern geschlossenen Vereinbarungen entsprechend durchgesetzt werden. Und das hier ist der Terminus, der die allermeisten Schwierigkeiten oder den allermeisten Protest hervorruft. Denn beispielsweise können dafür wirksame Inhaltserkennungstechniken verwendet werden. Und das ist eben das, was die Presse und die entsprechenden Aktivisten den Upload-Filter getauft haben. Ja, David? Aber viel problematischer finde ich weiter vorne, und zwar die Formulierung in Absprache mit den Rechteinhabern speichern. Wie soll das funktionieren, wenn Sie gar nicht wissen, wer der Rechteinhaber ist? Das Problem ist... die Frage wiederholen. Ach so, ja. David fragt jetzt, wie soll das denn überhaupt gehen, in Absprache mit den Rechteinhabern speichern, wenn man gar nicht weiß, wer der Rechteinhaber ist? Das ist jetzt wieder... gedacht nur an große Plattformen. Man hat dabei nur gedacht an Plattformen wie YouTube und an Rechteinhaber oder Rechteverwerter wie die großen Verwertungsgesellschaften. So nach dem Motto, muss halt einen Vertrag mit der GEMA schließen, dass du für jedes Musikstück, was da hochgeladen wird oder angeklickt wird, einen Betrag von X Cent bezahlst und dann geht das ja. Das ist, was dabei gedacht ist. Ne?
Das Ding zielt ab auf YouTube. Ja, Lex YouTube. Es trifft aber, witzigerweise, es wird nicht YouTube treffen, sondern es wird die ganzen Kleinen treffen. Ja, ja. Es wird im Endeffekt jedes neue Start-up treffen, was entweder bestimmte Kriterien hat, also so und so viele Besucher oder so, oder ja, 3 Jahre am Markt ist. Ja. Ne? Also selbst wenn das noch so eine kleine Plattform ist, in irgendeiner absoluten Nische, wo 10 Mann sich im Monat drauf nur finden, was einer als Hobbyprojekt betreibt, nach 3 Jahren bin ich da. Ja. Naja, wie ist das nicht geeignet und angemessen zu verstehen? Wäre das nicht zum Beispiel eine mögliche Interpretation zu sagen, wenn ich jetzt ein Startup oder ein kleiner Krebser bin, dann ist es nie angemessen. Die Frage war nach dieser Formulierung angemessene Maßnahmen und ob dadurch nicht solche Startups und Foren geschützt sind davor. Das ist tatsächlich ein Argument, was von den Befürwortern dieser Richtlinie auch des Öfteren formuliert wird, dass man da ja, dass die Gerichte im Zweifelsfall die Situation der speziellen Plattform damit berücksichtigen würden. Ja, aber das ist Haarspalterei, genauso wie die Aussage, es gibt keine Upload-Filter. Ja. Da steht ja nur was von Inhaltserkennungstechniken, denn es steht da geeignet und angemessen, wenn er es liest. Das heißt, auf das Angemessen komme ich erst, wenn ich das geeignet habe. Ne? Und geeignet heißt, entweder habe ich entsprechende Filter, die es automatisiert machen, Klammer auf, die gibt es in dem Maße nicht und wenn, werden sie nur die Großen einsetzen können. Ne, das heißt dann, wir unterhalten uns im Moment, wer mich kennt noch meine alten Datenschutzvorträge, wir unterhalten uns darum, wie wir Google aus allen möglichen Webseiten rauswerfen, bis hin zu den Google-Fonds und hier werden wir sie dann wieder einladen, wenn wir die Filtertechnik von denen brauchen. Und genauso da oben auch angemessen und geeignet. Ja, geeignet ist aber nur entweder so ein Filter oder aber, ich muss mich tatsächlich da hinsetzen und jeden einzelnen Text, jedes einzelne Bild kontrollieren. Nur, wer bitte ist in der Lage, als natürlicher Mensch, selbst wenn ich jetzt mal Bilder noch außen vor lasse, alle Texte zu erkennen, die urheberrechtlich geschützt sind? Selbst wenn ich es nur auf eine Sprache beschränke. Ne? Also, selbst der beste Germanistikstudent im 20. Semester kann das noch nicht. Ja. Ja. Wäre damit im Grunde genommen auch schon in der Definition die großen Mengen. Was sind große Mengen? Also wo verläuft die Grenze zwischen kleiner und großer Menge oder kleiner Menge? Das sagt die Verordnung nicht, wo die Grenze zwischen kleiner und großer Menge ist. Ich sage jetzt mal so, das ist jetzt mal wieder bitterböse gesagt, ist auch so gemeint. Ich habe eben schon gesagt, das sind Rechte für Verleger. Das heißt, es sind Abwehrrechte oder wie ein Pressevertreter mal sagte, aus einem großen, namhaften Berliner, Hamburger Konzern, es wäre nicht weiter traurig, wenn es YouTube nicht mehr geben würde. Das ist ein Abwehrrecht, das man einsetzen kann gegen jede Plattform, die einem Verlag missliebig wird. Das ist eine Regelung, die kann man auch gegen Bürgerjournalismus einsetzen, ne? Gegen Stadtteilzeitungen und so weiter, weil auch da wird mal Sachen ab, die arbeiten auch oftmals mit Upload, nicht mit Redakteuren und so weiter. Auch da wird das greifen dann. Und was dann genau die große Menge ist, das sehen wir dann nach jahrelangem Rechtsstreit, den die kleinen Dinger gar nicht durchhalten können. Ja. Ne? Genau das ist Sinn und Zweck dieser Vorschrift. Das ist nicht eine Vorschrift, um YouTube einzugrenzen, sondern das ist eine Vorschrift, um den regionalen Verlagen und überhaupt vielen Verlagen das Geschäftsmodell zu bewahren und sie vor Konkurrenz zu schützen. Und die Problematik, also man hat das Ganze hier also als Lex YouTube bezeichnet, weil im Grunde die Richtlinien, die bei YouTube heute schon durchgesetzt werden durch diese Content-ID, damit jetzt quasi Gesetzesstatus bekommen. Aus so staatsrechtlicher Perspektive ist übrigens auch spannend, dass man hier im Grunde die Rechtsdurchsetzung ja privatisiert in dem Bereich und dass da jetzt Plattformanbieter mit der Durchsetzung von Rechtsverstößen oder mit der Ahndung von Rechtsverstößen beauftragt werden, was eigentlich das Monopol des Staates ist. Die YouTube-Content-ID, das ist in den letzten Wochen auch ziemlich massiv durch die Presse gegangen, hatte ich auch schon Erfahrungen mit dieser schönen Software.
Das ist halt, wer sie nicht kennt, so eine große Datenbank von Videomaterial bei YouTube, die eben automatisiert jedes Video, das man dort hochlädt, abgleicht gegen die Datenbank. Und wenn da urheberrechtlich oder Videomaterial drin ist, das in dieser Datenbank drin steht, dann wird dieses Video halt an den entsprechenden, denjenigen, der da als Rechteinhaber an diesem Videomaterial dran steht, der wird informiert und kann entscheiden, will ich zulassen, will ich nicht zulassen, will ich die ganzen Werbeeinnahmen von diesem Video, weil da mein Video drin steckt. Was da ganz gut gedacht ist, weil das halt eine Möglichkeit ist, automatisiert Rechte zu verwalten für Leute, die einfach nicht wissen, dass sie komplette Filme nicht hochladen dürfen bei YouTube, was ja nicht Common Sense ist. Man glaubt es immer, aber man muss sich mal in Foren umschauen. Egal, die Problematik dahinter ist, diese Content-ID, die erkennt natürlich, dass Videomaterial drin vorkommt. Den ganzen Verwendungszweck und die rechtlichen Implikationen, so ist das jetzt ein Zitat, ist das eine Parodie, ist das, liegen da irgendwelche urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen vor, die das in diesem Moment erlauben, das erkennt diese YouTube-Content-ID natürlich nicht. Und das ist eben auch so eine Möglichkeit, um unliebsame Berichterstattung oder unliebsame Kritik zum Beispiel an eigenen Videoaufnahmen zu verhindern. Weil wenn da irgendein, was weiß ich, Film-YouTuber Filmmaterial aus dem eigenen Film, der eigenen Nachrichtensendung, sonst was, hochstellt und sich kritisch damit auseinandersetzt, dann verbiete ich doch erstmal, dass das hochgeladen werden darf. Wäre natürlich durch Zitatrecht vollkommen gedeckt, dass ihr diese Ausschnitte aus dem Filmmaterial verwenden darf. Aber ich kann ja als großer Verleger, Fernsehsender etc., kann ich die Veröffentlichung von diesem Beitrag jetzt erstmal verhindern. Und zwei Wochen später, wenn der Einspruch, den der YouTuber da eingelegt hat, dann bearbeitet ist, interessiert das Thema ohnehin niemanden mehr, weil die Nachrichtensendung mittlerweile seit Wochen vorbei ist oder der Film schon irgendwo mehr gezeigt wird. Ja, und auch das Thema nicht mehr aktuell ist. So, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir viele Fragen haben werden. Oder auch nicht, viel Ernüchterung, ja? Ja, wir können rausgehen und protestieren, dass gerade dieser Hashtag hier nie wieder CDU scheint ja einen gewissen Einfluss auch gehabt zu haben. Zur Verteidigung gewisser Menschen in der CDU, der CNET-Verband, was die Digitalpolitiker der Union sind, und hier Dorothea Bär, was die Digitalbeauftragte der Bundesregierung ist, die waren von vornherein gegen diese Upload-Filter. Aber jetzt hat sich ja der neue Generalsekretär auch da irgendwie einschränkend zu geäußert. Ja gut, das hat immer das Problem, wenn sich Leute äußern, die keine Ahnung haben. Ja. Aber das Problem ist die Abstimmung im Europaparlament. Also das EU-Gesetzgebung ist ja ein kompliziertes Verfahren. Der Trilog ist durchgelaufen, das heißt genau dieses Ergebnis gegeben. Was noch fehlt, ist die abschließende Abstimmung im EU-Parlament, die wird nächste Woche sein. Ne? Man hat ja versucht, sogar durch den Geschäftsordnungstrick nach vorne zu ziehen. Eben wegen der ganzen Demos heute. Man wollte nicht den Druck der Demos haben, den Eindruck, dass vielleicht ein paar umspringen und hat versucht, es vorzuziehen. Das hat nicht geklappt. Einfach aus dem Grunde nicht, weil der Übersetzungsdienst nicht so schnell die Übersetzungen aus dem Englischen geliefert hat. Ne? Also es ist ein rein technischer Grund, warum die Abstimmung jetzt nächste Woche ist und dieses Vorziehen nicht geklappt hat. Die Übersetzung gibt es erst seit gestern. Die wird nächste Woche sein. Ich denke mal, viel hängt auch davon ab, wie der Drucker auch heute aussehen wird. Es gibt inzwischen einige große Parteien in Europa, die durchaus gesagt haben, dass sie nicht damit einverstanden sind. Also die Abstimmung ist im Moment offen. Ne? Wie es ausgehen wird, kann keiner von uns vorhersagen. Auch wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür eher da ist, wahrscheinlich noch, dass es durchgeht. Aber müssen wir uns überraschen lassen nächste Woche. Was danach nicht mehr klappen wird, ne? Also das, was im Moment hier von einigen Politikern aus Deutschland gesagt wird, ja, ist alles nicht so schlimm, in Deutschland setzen wir das dann nicht um. Ja, ne? wenn ich eine EU-Richtlinie habe, dann habe ich die auch umzusetzen. Das ist nun mal, das gehört zum EU-Recht dazu. Und wenn ich die nicht umsetze, und das fällt auf, manchmal fällt es erst nach Jahren auf, ne?
Wer meine Meinung zu Cookies und Cookie-Notizen kennt, weiß, was ich meine. Ne, da ist es dem Generalanwalt beim EuGH, also beim Europäischen Gerichtshof, gestern aufgefallen, dass wir das, die Cookie-Richtlinie nicht richtig umgesetzt haben hier. Da hat jetzt ja, von 2001, also 17 Jahre gedauert, aber meistens geht es schneller. Ne, das heißt, da brauchen wir uns keine Illusion hinzugeben, wenn die Richtlinie so kommt, wird auch die deutsche Umsetzung kommen. Das ist dann klar. Für mich nur zum Verständnis, ich versuche das zu begreifen. Wenn ich jetzt gerade google nach Demo-Wegen-Wegen-Einsätzen, dann zeigt Google mir als Schlagzeile von Frankfurter Rundschau und Tagesspiegel, das kann doch mit dem Lerninteresse sein, dass das nicht mehr angezeigt wird. Die gehen ja vollkommen in der Sichtbarkeit unter. Also wer kauft noch gedruckte Zeitung, verdient der Geld doch eigentlich. Den gedruckten Zeitungen geht nicht darum, dass es nicht angezeigt wird. Nein, ja, natürlich. Die Tageszeitungen wollen auch weiter online erscheinen, die wollen auch weiter in Google News erscheinen. Was die im Moment auch zum Beispiel machen, wenn du dieses deutsche Leistungsschutzrecht nimmst, das soll dir nur eine Absicherung noch geben. Es gibt ja noch so ein paar Punkte, wo die Verlage sich Pluspunkte von erhoffen gegenüber dem derzeitigen Deutschen. Was die zum Beispiel auch im Moment machen, wenn du die Strategie siehst, die fahren ja doppelgleisig. Auf der einen Seite sagen sie, wir haben euch jetzt mal zuerst, damit wir drin sind, eine kostenlose Lizenz gegeben. Und gleichzeitig klagen sie gegen Google, weil Google ja kartellrechtlich eine Monopolstellung habe sie deshalb da gezwungen wären, eine kostenlose abzugeben. Die fahren zweigleisig. Auf der einen Seite versuchen die Google zu zwingen, es aufzunehmen. Auch da gibt es durchaus EU-rechtlich noch ein paar Sachen. Und auf der anderen Seite sagen sie, und dafür, dass ihr gezwungen seid, uns aufzunehmen, wollen wir dann noch Geld haben. Das mache ich jetzt künftig auch. Du bist gezwungen, deine Webseite bei mir machen zu lassen. Das dafür. Genau. Und ich bin auch noch gezwungen, sie bei dir zu hosten. Ja. Das ist absurd, ja. Aber. Okay, also mir wird gerade schon Stopp da gezeigt. Ja, aber es gibt eine bemerkenswerte Stelle in einem Interview, was Axel Voss, der Berichterstatter im EU-Parlament, auf den auch jetzt diese letzte Fassung maßgeblich mit zurückgeht, in einem Interview vor ein paar Tagen gesagt hat. Da hat man nämlich gefragt, ob die Presse Druck auf ihn ausgeübt hat. Und in einem Anflug von Ehrlichkeit, die er 5 Minuten später oder eine Stunde später schon dementiert hat wieder, dass das je gesagt hätte, hat er dann durchaus auch zugegeben, dass ihm oder dass auch vielen seiner Kollegen deutsche Presseverlage durchaus auch mit negativer Berichterstattung für die anstehende Wahl gedroht haben. Dass er das gesagt hat, es gibt darüber Videos, hat er eine Stunde später schon, als Julia Reeder getwittert hat, also die Piratenabgeordnete im EU-Parlament, sofort dementiert, das wäre eine Lüge. Na gut, er hat halt vergessen, dass da Kameras mitgelaufen sind, das kann man schon mal vergessen. Das ist der Zwang, muss man natürlich auch sagen, das ist der Zwang unter den Politikern stehen, die in 2 Monaten wiedergewählt werden wollen. Allerdings ist es ihr Job, diesem Zwang nicht nachzugehen. Das muss man auch, wer so einen Druck nicht aushalten darf, nicht aushalten kann, darf halt nicht Politiker werden. Das muss man auch dazu sagen, der ist fehl am Platz.